Hallo, also kannst du mich hören? Okay. Im Prinz-Teil des Programms bin ich noch Thomas de Boer. Ich bin nicht Thomas de Boer, ich bin Sascha. Manchmal bin ich. Nein. Aber mein Kollege Thomas de Boer wollte eigentlich den Vortrag halten, musste sich aber entschuldigen, von daher trete ich heute seinen Ersatz an. Mein Vortrag geht über The Power of Jetzt, so was wir bei Twitter The Power of Jetzt nennen. Also Echtzeitkommunikation im digitalen Zeitalter oder speziell auch Markenkommunikation im Social Media Bereich. Wer von euch kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder fährt regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Fast so viele wie Twitter-Nutzer. Dann ist den meisten dieses Bild ja sehr vertraut. Auf einem Bahnsteig sehen wir hier einige Menschen, alle schauen auf ihr Smartphone. Interessant ist der Herr in dem roten Kreis. Und da haben wir einen Tweet letztes Jahr gesehen, der sagt, what the fuck is wrong with this dude? What is he looking at? The world? Und das ist genau der Punkt. Ja, denn das mobile Telefon hat einen enorm hohen Stellenwert bekommen in den letzten Jahren. Ja. Es ist ein persönliches Device. Mobile is now the new first screen, sagt der Business Insider. Ja, ich glaube, keiner würde dem widersprechen. Das haben die 2011 gesagt. Ja. Und in der Zeit hat sich noch sehr, sehr viel getan. Wenn wir uns einfach die Nutzung des mobilen Internets in Deutschland anschauen, dann hat es von 2011 von 20% sind wir mittlerweile auf über 50%. Und ein Ende ist hier auch erstmal nicht in Sicht. Mit der steigenden Penetration von Smartphone-Telefonen, mit höheren Flatrate oder besseren Flatrate-Verträgen ist es so, dass wir früher später alle irgendwann mal ein Smartphone haben werden, das internetfähig ist. Wir sehen jetzt bereits in den USA, dass die Nutzung des mobilen Internets die Nutzung des linearen TVs überholt hat. Und diese Entwicklung werden wir hier auch früher oder später sehen. In Amerika haben wir auch eine Umfrage gestartet und wir haben gefragt, würden Sie lieber eine Woche lang auf Ihr Mobiltelefon verzichten oder barfuß gehen mit Telefon dann? Die Antwort war, 20% der Amerikaner, und das war repräsentative Umfrage, ja, würden lieber eine Woche barfuß gehen, als auf ihr Mobiltelefon zu verzichten. Das ist erstmal eine ganz merkwürdige Geschichte, aber es zeigt natürlich den Stellenwert von diesem Ding und es ist ein persönliches Device. Ich glaube, wenn ich relativ vertrauenswürdig heute hier rüberkomme, ja, dann finde ich hier in dem Publikum sicherlich einige Leute, die mir ihr Auto leihen würden, um mal kurz nach Hamburg zu fahren und wieder zurückzukommen. Ich bin aber sicher, dass ich deutlich weniger Leute finden würde, die mir ihr Unlocked-Telefon für 4 Stunden in die Hand drücken würde, weil da sind so viele persönliche Daten drauf, ja, dass das halt unser ständiger Wegbegleiter ist. Golden Krishna hat es ja schon vorweggenommen. Ja, er hat gesagt, 221 Mal unlocken wir unser Telefon. Wir haben etwas andere Zahlen, aber 150 Mal ist nichtsdestotrotz enorm imposant. Und wenn wir uns überlegen, dass wir uns 150 Mal auf dieses Ding gucken, heißt das eine enorme, enorme Anzahl an Kontakten, die ich da permanent habe. In den USA haben wir eine Studie gesehen, die sagt, dass Kunden im Durchschnitt im Bereich E-Commerce, 76 Sekunden bereit sind zu warten, dann gehen sie zum Wettbewerber. Ja, das heißt, wenn die Seite nicht richtig lädt, wenn das Produkt nicht gefunden wird, wenn die User Experience nicht gut ist, dann wechseln sie zu jemand anders, der ein ähnliches Produkt hat. Ja, und wir haben hier diese Kollegen. Microsoft hat jüngst eine Studie gemacht, und hat wie auch immer die das festgestellt haben, aber der Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden. Ich möchte nicht wissen, wie sie es gemessen haben, aber 9 Sekunden ist die Aufmerksamkeitsspanne des Goldfischs. Unsere liegt bei 8. Wir sind von 20 auf 12 auf jetzt 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Und das ist natürlich kein Wunder, denn wir konsumieren immer mehr Informationen mit steigender Anzahl der Devices. Und Golden Krishna hat gesagt, Screens, wir haben so viele Screens. Du sagtest, dass du halt auch irgendwie 20 Screens zu Hause hast. Ja? Konsumieren wir auch immer mehr Informationen. Und dieser bewegt sich immer schneller im Mobile Stream. Ja? Wir alleine auf Twitter, wir sehen, dass wir halt mit Periscope zum Beispiel, einer App, ja, eine Live-Video-App, für die, die es nicht kennen, die wir im März gestartet haben, haben wir heute schon täglich 40 Jahre Live-Broadcast. Das heißt, wenn wir all das, was gestreamt wurde, gestern auf dieser Plattform, auf Periscope, schauen wollen, bräuchten wir dazu 40 Jahre. Pro Sekunde auf Twitter global haben wir 6.000 Tweets. Ja? 6.000 Mal Information, ob relevant oder nicht, für den einen mehr als für den anderen, nichtsdestotrotz. In der Zeit, in der wir dieses Slide besprechen, haben wir 60.000 Tweets, alles Information. Ja? Und von daher fragen wir uns natürlich, wie kommen wir da speziell im Bereich Werbung zurecht? Ja, Werbung ist dann nur effektiv, wenn wir den richtigen Content an die richtige Zielgruppe zum richtigen Moment ausspielen.
Während wir in den 80er, 90er, Nullerjahren noch das traditionelle Modell hatten. Die Mediaagentur hat die Optimierung der Zielgruppe betreut und die Kreativagentur hat den Content, sprich in der Regel einen 30-Sekunden-Spot und ein paar bunte Bildchen an die Zielgruppe ausgeliefert. Das hat funktioniert. Mit der Digitalisierung verändert sich da eine Ebene. Denn wir haben eine Dimension dazu bekommen, nämlich die zeitliche Dimension. Wir können heute, können wir einem Kaffeeliebhaber eine Kaffee-Message geben, wenn er Kaffee will oder wenn er Kaffee trinkt oder wenn er über Kaffee redet. Ja, wir müssen nicht unbedingt um 8:45 abends in das größte Primetime-Portal gehen oder TV-Sender gehen, um da halt eine Werbung auszuspielen, obwohl Kaffee zu dem Zeitpunkt absolut keine Rolle spielt. Ja? Und das ist natürlich eine große Herausforderung für alle Marketing-Menschen. Denn die Frage ist, wie erreichen wir einen Konsumenten in einer Mobile-First-Welt? Ja, oder wie erreichen wir diesen Moment? Und hierzu habe ich mal drei Themenblöcke dargestellt, die man sich so ein bisschen zurechtlegen kann fürs eigene Unternehmen, um halt zu sehen, okay, das ist das, was man machen muss, um halbwegs erfolgreich zu sein in diesem Bereich, im Bereich Mobile Advertising im Jetzt. Ja. Das ist das Format, das ist, was wir Story nennen und das Jetzt. Und ich gehe mal auf die Einzelnen ein. Das Format oder traditionell das Werbemittel. Und manchmal auch der Werbeträger. Ganz klar ist, 140 Zeichen mehr braucht man nicht. Und man braucht nicht mehr 140 Zeichen, weil natürlich andere Medienformate hier übernommen haben. Also die Gunst des Konsumenten wird über Engagement, das Engagement kommt halt über Videoformate. Und jetzt habe ich ein Video. That may be the greatest catch I've ever seen. I have decided in 2020 to run for president. Awesome. I'm periscoping, you periscoping. We're at Wimbledon here, doing periscope. Wir hören heute doch häufig, dass Twitter die Microblogging-Plattform, und das war sicherlich irgendwann 2006 mal der Fall, aber es hat sich deutlich geändert. Denn auch Video oder Bewegtbild im Generellen spielt bei uns eine große Rolle. Ja, wir sehen halt, dass über 300% Steigerung der Engagementrate bei Promoted Tweets, wenn wir Bewegtbild einsetzen. Und das ist auch über alle Social-Media-Plattformen mehr oder weniger so der Fall. Video ist das große Thema. Und bei uns sehen wir, dass es nicht unbedingt eine Rolle spielt, ob es ein Video ist oder ob es ein GIF ist, was technisch nicht unbedingt ein Video ist, sondern tendenziell eher ein bewegendes Bild. Ja, aber was halt als Bewegtbild wahrgenommen wird, als Video wahrgenommen wird, das halt sehr, sehr gute Engagementraten treibt. Oder ob es Kurzformen sind des Videos oder Live-Video. Ja, alles, was sich bewegt, funktioniert im Social-Media-Bereich sehr gut. Von daher immer meine Bitte an Sie, wenn Sie Ihre Werbung schalten im Social-Media-Bereich, nutzen Sie Videos. Wir sehen auf Twitter, dass wir 370 Jahre Video-Content jeden Tag auf Twitter sehen. Ja. Eins setzt sich immer stärker durch, und zwar im Bewegtbildbereich und speziell das für Werbetreibende, das sind die künstlerischen Videos. Ja? Videos wie hier aus dem deutschen Bereich, Coca-Cola Deutschland, die sehr schöne Geschichten mit Wines machen, ja? Also diese 6-Sekunden-Looping-Videos. Was sie damit erreichen, ist halt einfach, dass sie außerhalb ihrer klassischen Kampagnenzeiten sehr schön mit anderen Themen spielen können. Wie hier die 100 Jahre Coke-Feier mit Dekadenflaschen, die sie an den Konsumenten bringen. Opel hatte das jetzt auch jüngst genutzt bei der letzten Germany's Next Topmodel Staffel, wo sie mit dem Model, mit dem sie arbeiten wollten, und Zach King, einem sehr bekannten amerikanischen Winer, sehr schöne Videos produziert hat, die so gut funktioniert haben, dass Opel sich dann irgendwann entschlossen hat, die auch in die Above-the-Line-Kommunikation mit einzubauen. Wie gesagt, nicht nur bei den Promoted Tweets, auch generell über alle organischen Plattformen sehen wir halt, dass wir im Schnitt fast dreifache Menge an Retweets haben, sobald wir ein Video einsetzen oder Bewegtbild einsetzen. Ja. Eine schöne Statistik, über die normalerweise nicht so häufig gesprochen wird, weil wir immer von Sharing-Metriken reden, ist, dass 35%, haben wir festgestellt, zeigen Videos ihren Freunden direkt auf ihrem Telefon. Das ist nicht so messbar. Sehen Sie in Ihrer Kampagnen-Statistik, sehen Sie es nicht, aber wir kennen das wahrscheinlich aus dem privaten Bereich auch. Ganz häufig ist dazu, guck mal das Video hier. Ne? Das ist halt natürlich auch noch eine interessante Nummer, die wir beachten müssen. Und 90% der Twitter-Video-Views sind mobil, aber das ist natürlich bei uns kein Wunder, weil wir
originär eine mobile Plattform sind. So viel zum Format. Ja. Dann gibt es die eine Geschichte, die hier mit Hashtag Story betitelt ist. Das kann aber auch das Storytelling sein. Das kann aber auch ein bisschen das Buzzword Content sein. Denn Content umschließt so viele Geschichten. Letztendlich, was wir sehen, ist halt, dass Menschen wollen Geschichten sehen. Ja. Keine Präsentation ohne Zitat eines berühmten Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist es, dass die Push-Message nicht mehr funktioniert. Es ist nicht mehr so, dass man einfach sagen kann, guck mal, ich habe ein tolles Produkt, das ist billig. Ich glaube, das beste Beispiel in Deutschland, was wir derzeit da haben, ist Lidl. Lidl, die jahrzehntelang tatsächlich mit Schweinebauchanzeigen gearbeitet haben und einfach nur über den Preis gekommen sind, fangen jetzt auch an, Spots zu schalten, die sehr emotional sind, eine Geschichte erzählen. Wenn man sich den letzten Spot von Lidl anguckt im Mobile-Bereich, das sieht aus wie ein Vodafone-Spot. Also es ist halt, Storytelling ist auch hier eine enorm wichtige Sache geworden. Ich habe mal als Case ein Beispiel mitgebracht, das sehr, sehr interessant ist. Das ist aus Frankreich von der Firma Orange, also ein Telekommunikationsunternehmen. Und sie haben einen sehr, sehr schönen TV-Spot kreiert. Und ich erkläre den ein bisschen für alle, die nicht Französisch sprechen. Es sind zwei Jugendliche, die in zwei Häusern nebeneinander wohnen und über die Straße hinweg quasi miteinander flirten. Im Hintergrund sind die Freunde und googeln quasi die richtigen Antworten auf die Frage, die der andere hat. Und ich zeige die mal kurz. Ich glaube, mein Film préféré, c'est Dirty Dancing. Moi aussi. La scène où ils s'entraînent dans l'eau. Surtout la scène où ils s'entraînent dans l'eau. Et le film Intense Love, tu l'as vu ? C'est d'amour dans la baignoire. Il y a une scène d'amour dans une baignoire. Et t'aimes quoi comme genre de film ? Les films de Kung Fu. Kung Fu ? J'adore ce réalisateur, ouais. Ouais ? Avec la fibre Orange 100% fibre, téléchargez et surfez instantanément. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Schöner, klassischer TV-Spot, also ein sehr, sehr gut gelungener auch. Das war Orange aber nicht genug, weil sie ganz genau wissen, dass der Konsument, das reicht nicht mehr heutzutage. Ja? Einfach nur eine 30-Sekunden-Geschichte zu erzählen, auch wenn sie gut gemacht ist. Was sie gemacht haben, ist, sie haben die beiden Personen, die Hauptcharaktere, personalisiert. Ja, und sie haben das mit Twitter gemacht und Periscope. Und sie haben über Twitter haben sie die Nutzer gefragt, okay, die beiden haben jetzt ein Date, was soll er anziehen? Ja, und haben so den User und die Zielgruppe mit involviert. Und haben es geschafft, dass diese Personen Realität wurden. Natürlich weiß jeder, dass in einem TV-Spot Schauspieler arbeiten. Ja? Aber so war plötzlich, der Junge bekam einen Namen, es hieß AD Victor, also hilft Victor. Ja? Und Victor macht sich bereit für sein Date. Und die User konnten entscheiden, was er anzieht und konnten teilweise dann auch, konnten größtenteils halt auch kommentieren, ja? Während er das anzieht, ob das ihm steht oder nicht. Das ging dann so weiter, dass man entschied, wo er hingeht, ob er jetzt auf die Achterbahn geht, ins Geisterhaus, ja, und das konnten die User entscheiden und konnten auch live dabei sein, wenn die das dann halt machen. Ja, und es ging dann halt so weit, dass am Ende natürlich auch man nach Hause gegangen ist. Die beiden sind noch sehr jung, von daher war dann halt die Frage, bleibt man auf Abstand, gibt man einen Kuss auf die Wange oder legt man den Arm um sie? Und das konnten die User quasi auch mitentscheiden und dann auch über Periscope mitverfolgen. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil das halt einfach ein sehr fiktionales Element, was wir heutzutage sehr häufig haben, dass wir einen schönen 30-Sekunden-Spot haben, in die Realität holt. Ja? Und nicht nur das in die Realität holt und diese Figuren von künstlichen zu realen Figuren werden lässt, sondern auch die Zielgruppe oder den User mit reinholt und ihn entscheiden lässt, was da passieren soll. Ja? Sobald sie das gesehen haben und damit interagiert haben, beim nächsten Mal, wenn sie diesen TV-Spot sehen, sehen sie diesen mit komplett anderen Augen, ja? Weil Victor für sie Realität ist. Ein anderes schönes Beispiel von Storytelling kommt von Walkers, der Chipsmarke aus England. Ja, und die hatten einfach die profane Sache, dass sie neue Geschmackssorte haben. Ja, das passiert relativ häufig im Lebensmittelbereich. Die haben gesagt, uns reicht es jetzt nicht einfach eine TV-Kampagne, neue Geschmackssorte, sondern wir wollen das irgendwie mal anders angehen. Wir haben dazu eine Twitter, wir sind eine Live-Plattform, sodass man dann halt sofort Ergebnisse sieht. Das kennt jeder, der auf Konferenzen ist, seinen Tweet dann in der Timeline sieht. Und das haben sie genutzt, um halt eine PR-Geschichte zu machen mit ihrem Haupt-Testimonial Gary Lineker. Gary Lineker ist so eine Art Lothar Matthäus Englands, ja, also so eine sehr halb witzige, halb tragische Figur. Ja, und die haben das gemacht. Ich hoffe, Lothar Matthäus ist nicht hier.
finde, eine sehr gelungene Art, eine neue Geschmackssorte einzuführen. Und das dritte Beispiel, was ich zum Thema Storytelling mitgebracht habe, ist eins, das jüngst in Cannes gewonnen hat. Und zwar kommt das aus Amerika. Ich zeige eigentlich nicht gerne amerikanische Beispiele, weil die immer so weit weg sind, aber es ist so simpel und einfach, dass man das einfach mal sehen muss. Und zwar ist Volvo zu uns gekommen tatsächlich und hat gesagt, wir würden gerne was beim Super Bowl machen, wir haben aber nicht das Geld. Das Marketingbudget von Volvo in Amerika liegt deutlich unter dem der Chryslers und Konsorten. Und so fragten uns dann, okay, was können wir eigentlich machen? Und die Idee war total profan. Weil was dann aus diesem Meeting herauskam, war, dass sie einfach ein Gewinnspiel machen und versuchen, die soziale Konversation, die während des Super Bowls ja immens ist, einfach zu hijacken. Ja? Und mit diesem Gewinnspiel halt dafür zu sorgen, dass die Leute über Volvo schreiben. Und das Gewinnspiel ging einfach so, dass Volvo dazu aufrief, dass während des Super Bowls Werbebreaks, ja, wenn ein TV-Spot über Autos kommt, egal von welcher Automarke, dass man dann halt an Volvo schreiben soll, wem man ein Auto gerne schenken würde. Ja? Also dann dieser kleine soziale Zweck ist dann noch da drin. Ja, und das passierte dabei. Sehr schönes Ding. On Super Bowl Sunday, the US is big, loud and expensive. Sweden is Swedish. So how does Volvo compete with the other car brands and their millions spent on commercials during the game? We don't. We steal it. When you see a car commercial during the game, any car commercial, not Volvo, you can tweet using the hashtag VolvoContest. The interception was simple. Their commercials would give you a chance to win one of our cars for someone you love. Just tweet their name to Volvo during any car commercial. When Mercedes wanted you to look here, people immediately went here. When Lexus spent $4.5 million for this, Twitter looked like this. Shifting the social conversation to Volvo. With up to 2,000 tweets per minute every time their commercials aired, we changed the Super Bowl conversation from one loud 30-second roar to an ongoing conversation about Volvo that lasted the entire game. We were the only car company to trend both nationally and globally. So they weren't advertising on TV, they were letting all the other car companies do that for them? And just like that, their millions of dollars worth of car commercials turned into a social conversation about Volvo, helping our XC60 to a 70% sales increase the month following the game, the highest in its segment. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schöner Case und das ist für uns auch ein ganz schöner Case, weil wir da wirklich hingehen können und sagen können, im darauffolgenden Monat gab es 70% Steigerung der Umsatzzahlen, was gigantisch ist. Ja. Also das ist halt, und sehr simpel im Prinzip. Also das sind diese drei Geschichten, die ich Ihnen heute vorstellen wollte im Sinne von Storytelling. Die sind sehr unterschiedlich geartet, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, hier kommen mehrere Dinge raus. Einmal das Jetzt, der Moment entscheidet ganz stark und das Involvement mit dem Konsumenten. Ja. Das ist halt eine ganz große Geschichte, dass man da auch ein bisschen Mut aufbringt und einfach mal Dinge probiert, die den Sinn und den Ton der Zielgruppe finden. Sondern das dritte und letzte ist das Jetzt, sieht mal Fun, es ist halt auch einfach Spaß mit Social Media haben. Ja. Und da gibt es so ein paar Marken, die haben das ganz witzig gemacht. Und eine ist beispielsweise, ich weiß nicht, wer das Beispiel von Snickers kennt, aber ich mache mal einen kleinen Recap. Bei der letzten Weltmeisterschaft hat dieser junge Herr in dem weißen Shirt, meinte seinen Gegenspieler zu beißen, was jetzt im Fußball ja nicht unbedingt zur Spielregel gehört. Ja. Und Luis Suarez heißt er und der biss Chiellini, den italienischen Verteidiger. So, da sollte man meinen, also da muss man erstmal drauf kommen, darauf zu reagieren. Jetzt ist es aber auch so, also wir sagen halt immer, das Unplanbare ist auch planbar, dass Suarez tatsächlich zweimal in seiner Karriere schon gebissen hat. Ja, das war nicht ganz neu. Ja, und eine Marke hat sich darauf eingestellt, hat dann halt auch im Vorfeld, hat als sehr unwahrscheinliche Variante, aber irgendwo in ihrem Portfolio gehabt, dass Suarez ja beißen könnte, ja, hat das Ding dann innerhalb von einer Minute rausgeschossen. Nur ein Tweet, aber der ist um die Welt gegangen. Großartig, großartige Echtzeitkommunikation und großartige Echtzeitkommunikation, die nicht einfach eine Idee im richtigen Augenblick ist, das war sehr, sehr, sehr klar planbar. Ja, und wenn wir hier die Retweet-Zahlen sehen, die
die da aufgetaucht sind mit 50.000, als der Screenshot gemacht wurde. Ich glaube, sie sind danach noch deutlich höher gegangen. Ist das immens. Aber wir haben auch in Deutschland gute Beispiele. Wir sehen immer mehr gute deutsche Beispiele. Eins war jetzt jüngst, als wir bleiben im Fußball, als Jürgen Klopp vor 4-5 Wochen Trainer von Liverpool wurde. Ja, und das war jetzt nicht ganz absehbar, dass er der Trainer von Liverpool wird. Es war eine kleine Überraschung. Es ging auch alles sehr, sehr schnell plötzlich. Ja, und mit allem Respekt zu Sky Sport, die dann am Abend das erste deutsche Interview hatten. Aber de facto hatte das erste deutsche Interview kam von Opel. Opel nutzt Jürgen Klopp als Testimonial und die haben etwa 2 Stunden, nachdem das bekannt wurde und die ganze Fußballwelt Kopf stand, ja, und wissen wollte, was da jetzt eigentlich los ist, haben sie halt das Video gepostet. Ich kann nichts anderes zu sagen, das ist einer der traditionsreichsten Clubs der Welt, ohne Wenn und Aber. Jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht den maximalen Erfolg gehabt, aber darf nicht vergessen, vor 2 Jahren bis zum letzten Spiel der Tabellenführer gewesen und so weiter. Einfach ein großer Verein in England und dementsprechend, wer Fußball mag, und jetzt nicht gerade aus Manchester kommt oder aus Everton oder für Everton ist, ja. Denke ich, hat auch Sympathien für Liverpool. Und dementsprechend geht es mir natürlich nicht anders. Ich bin ein großer Fußballfan zuallererst. Und You Never Walk Alone ist sicher eine der ganz großen Fußballhymnen. Und dementsprechend, ganz, ganz cooler Club. Also großartig. Es muss auch gar nicht immer hoch produziert sein, wie man hier sieht. Hier bietet halt das Unternehmen den Zusatznutzen, dass die Information da sein soll. Ja, sie packen das halt ganz nett, Jürgen Klopp, in ihren Wagen, in ihren neuen Astra und haben das Ding. Zusätzlich haben sie mit ihrer Agentur einen guten Job gemacht, ja, und haben halt mehrere solcher Tweets rausgeschickt, die sehr humorvoll waren, ja, die damit sehr gut umgehen, die aber auch ganz klar Opel da positionieren in eine Konversation, in der die normalerweise nicht sind. Das Interessante hier ist, was wir sehen, das Unternehmen stellt sich auch gerade komplett anders auf. Ja. Der CEO, Karl Thomas Neumann, hat das rausgetwittert. Es war nicht Opel als offizieller Account. Ja, und das ist auch eine Dynamik, die wir bei diesem Unternehmen gerade enorm sehen, dass da Social Media tatsächlich auch gelebt wird, auch bis hoch in den C-Level-Bereich. Ja, Opel hat das dann retweetet und das war dann auch für Horizont eine Schlagzeile an dem Tag wert, weil sie wirklich einen guten Job damit gemacht haben, was auch ein schönes Beispiel von Echtzeitkommunikation ist. So, und das letzte Beispiel ist, den Herrn kennen wir alle, noch ist er live, ja, aber er hat ja die Show Schlag den Raab und das passierte. Er hat noch mal richtig drauf gelegt. Er darf natürlich keinen Fehler haben. Er muss jede Dose oben mit dem Preisschild versehen haben. Das ist eben das Ding. Das darf kein Fehler da sein. Aber ansonsten ist er jetzt durch. Auch richtig. Also Stefan Raab spielte gegen Jan Marco. Ja, das war der Herausforderer und sie mussten wettetikettieren. Ist jetzt auch irgendwas, wo man vielleicht einfach entspannt vor dem Fernseher sitzt und sich das anguckt. Einer der Menschen bei Rewe, dem deutschen Lebensmittelkonzern, fand das ganz witzig und hat diesen Tweet rausgeschickt. Großartig, ja? Echtzeitkommunikation par excellence, kostet noch nicht mal Geld. Es war nur, ich glaube, ich darf das gar nicht sagen, das war organisch. Ja? Was dann dazu geführt hat, dass sie am nächsten Tag nicht nur online enorm viel PR gewonnen haben, sondern ich glaube, sie waren auch in der Bild mit einer halben Seite. Und jeder, der hier im PR-Bereich weiß, wie schwer es ist, gute PR in die Bild-Zeitung bekommen, weiß aber auch, wie gut die ist, ja? Wenn sie dann da ist. Also großartiges Beispiel von Echtzeitkommunikation, die sehr einfach ist, die einfach nur in dem Moment da ist, wo jemand nachgedacht hat und halt das auf die Tonalität und die Bedürfnisse der Zielgruppe angelegt hat. Also nochmal als Recap, wenn Sie über Social Media Strategie nachdenken, natürlich das Format und da gibt es im Augenblick nichts anderes als Bewegtbild, das funktioniert einfach am besten. Denken Sie an eine schöne Story, das muss nicht der Social Change sein, es muss nicht die Kampagne sein, die 6 Monate läuft, aber zumindest den Nutzer zu involvieren, da gibt es sehr schöne Techniken und natürlich schauen Sie einfach, was da passiert. Es gibt jeden Tag die witzigsten Geschichten, auf die auch für die meisten Marken irgendwie funktioniert und man sich da in eine bestehende Konversation sehr gut reinhacken kann. Herzlichen Dank. Thank you.